Hallöchen, Freunde, und willkommen zurück zu Let's Play Watch Dogs. Und ohne lange Reden geht's weiter. Wir machen jetzt hier einfach einen auf Fahrer und machen einfach mal bei der Kampagne weiter. Mir gefällt vor allem hier jetzt, was die Navigation angeht beim Fahren, vor allem, dass die Strecke für den Spieler nicht nur unten rechts auf der Karte angezeigt wird, sondern auch direkt auf der Straße selbst. Das finde ich zum Beispiel sehr angenehm. Da hätte sich GTA wirklich mal was abgucken können. Aber gut. Man merkt aber auch jetzt gerade, jetzt wo ich es jetzt schon so ein, zwei Stündchen schon her, dass ich dieses Spiel angefangen habe zu spielen. Ich merke auch einfach, der Hauptfokus bei dem Spiel liegt nicht beim Fahren. Ne? Also es ist wirklich... Ja, super, was ist das für eine Scheiße? Es liegt halt wirklich darum, diese Funktionalität, was er mit seinem Smartphone einfach alles machen kann. Es liegt wirklich nicht beim Autofahren. Aber das sei ihm verziehen, dafür ist... Oh, was haben wir denn hier? $500, okay. So. Schlechter Beifahrer. Machen wir die Mission. Auf, los geht's. Oh, Mission gesperrt? Zum Teufel, ein Fixer? Ich hab zu viel Lärm. Jemand dringt in ihr Spiel ein. Der hat mich gefunden. Finden Sie 2x2 Tab. Jordys Job wird warten müssen. Oh, super. Hä? Das kann aber gar nicht sein. Das ist unmöglich. Nein, das kann gar nicht sein. Aber erstmal steige ich aus und besorge mir eine andere Karre. So, aussteigen bitte. Hat eine Fettabsaugung hinter sich. Ja, siehst mal so. Musst du dir keine Sorgen mehr machen darum. Ein rivalisierender Fixer hat den Auftrag zu einem Online-Hacking akzeptiert und will Informationen von Ihnen finden. Finden Sie den Fixer, der Sie hackt. Er könnte unter Ihnen, auf einem Dach, in einem Fahrzeug oder in der Menge untergetaucht sein. Legen Sie ein Profil Y von jedem an, der Ihnen verdächtig vorkommt, um ihn zu finden. Okay. Oh. Er will sich reinhacken. Wenn ich sein Signal zurückverfolge, finde ich ihn vielleicht, bevor er mein Handy knackt. Ja, dann machen wir auch, gehen wir auf Y. Nicht der Hacker. Komm schon. Alter, ich mein's ernst. Das ein Fahrzeug auf einem Dach. Hat versucht, einen auf Ninja zu machen. Ich hab ihn gesehen. In einer Gruppe. Jeder meint, er hätte ihn gesehen. Aber ich sag dir, da ging's richtig ab. Scheiße. Der Fahrradkurier ist fast ausgerastet. Warum war der da? Also ich behaupte, er ist hier bestimmt hier irgendwo. Nicht der Hacker. Entschuldigung? Das ist auch nicht. Nicht der Hacker. Wo ist der Vogel? Na, $500 bringt mir nichts. Oh, shit! Der muss doch hier irgendwo sein. Nicht der Hacker. Nicht der Hacker. Hacker. Du gehörst mir. Ein Fixer nicht. Wie viele von denen gibt es denn noch? Okay. Okay. Ihr Bekanntheitsgrad als Fixer bestimmt Ihren Wiedererkennungswert innerhalb der Fixer-Community. Steigern Sie Ihren Bekanntheitsgrad durch besondere Aktionen gegen andere Fixer bei Online-Aufträgen. Wenn Ihr Bekanntheitsgrad steigt, erhalten Sie Zugang zu neuen Fähigkeiten. Ah, okay. Da interessiert sich jemand für mich.
Fixer sind Söldner. Sie arbeiten nur für Geld. Also hat jemand ein Kopfgeld auf mich ausgesetzt. Das sind verdammt schlechte Neuigkeiten. Wenn ich mich nicht irre, kommunizieren die über das Raster. Und das heißt jetzt... Öffnen Sie die Online-Aufträge-App. Hacking, Beschattung, Rennen, freies Spiel, CTS-Mobilaufträge. Okay. Und damit haben wir dich um 920 Dollar leichter gemacht, Mädchen. So, was können wir denn machen? Online-Hacking wählen und ein Ziel anfordern. Online-Hacking. Rennen. Online-Hacking. 1 gegen 1. Okay. Naja, dann auf. Los. Ja, was kann ich denn jetzt machen? Keine gar nicht. Zum Raster. Ich würde gerne einen von denen erledigen. Ja, geht leider. Das muss warten. Ja, so sehe ich es auch. Das kommt noch. So, können wir jetzt mal endlich... Okay, jetzt kann ich Jordys Job erledigen. Irgendeine Art Fahrauftrag. Also wir halten irgendwo hinbringen. Aber bestimmt kein typischer Taxiservice. Das wäre auch zu einfach, glaube ich. Der Trick bei diesen Jobs ist, den Cops auszuweichen. So, dann starten wir mal die Mission. Akt 1, schlechter Beifahrer. Ja. Wo verdammt warst du denn? Es ist alles im Arsch. Scheiße, Mann, es ist alles im Arsch. Bin unterwegs. Tempo, Mann, die finden mich sonst. Tempo! Ja, entspann dich. So, dann machen wir mal hier. Schnell einen Waypoint. Es hat einen Einbruch in einer Produktionsanlage. Einer der Einbrecher starb am Tatort, ein zweiter ist auf der Flucht. Rechnen Sie wegen Straßensperren mit Verzögerungen am Parker Square. Ja, Tempo, immer mit der Ruhe, das kriegen wir schon. Hier haben grünes Licht für CTOS-Scan. Suchen jetzt nach Verdächtigen. So, Polizeiverfolgung bestehen aus drei Phasen. Scan. Weichen Sie den gelben CTOS-Scan-Bereichen aus. Verfolgung. Hängen Sie die Polizei ab, indem Sie den Sichtkontakt unterbrechen. Suche. Verlassen Sie den grauen Suchbereich oder verstecken Sie sich, bis der Timer abgelaufen ist. An alle Einheiten. CTOS-Scan in den... Scheiße. Den Flüchtling unbemerkt erreichen. Leitstelle hier haben grünes Licht für CTOS-Scan. Oh, geh weg. Ja, okay, das war nicht, das war jetzt aber nicht okay. So. Okay, das ist jetzt nicht gut. Ich bin der Fahrer. Scheiße, Mann, was hat so lange gedauert? Hast du ein Auto? Das Ding ist völlig platt. Nein. Meine Regeln, dein Auto. Das ist der Job. Also gut, Mann, komm, wir müssen. Ach du Scheiße, ziemlich platt ist gut. Das ist gut, die Karre ist ziemlich am Ende. Unauffälliges Fahren. Wie Sie suchenden Gegner entkommen, verlassen Sie das Suchgebiet unbemerkt. Sie können sich auch mit F in Ihrem parkenden Fahrzeug verstecken. Achtung, auf kurze Distanz können Gegner Sie und Ihr Auto trotzdem erkennen. Treten Sie aufs Gaspedal, um Ihr Fahrzeug wieder zu starten. Es ist alles schiefgelaufen. Eddie ist tot. Ich habe ihn da liegen lassen. Oh Mann, die Bullen kamen aus dem Nichts. So eine Scheiße. Folg einfach der Strecke und halt die Augen offen. Die Bullen suchen uns. Deine Strecke ist sehr... Oh, okay. Die Polizei darf, muss ich also aus dem...
Ich hätte jetzt gedacht, ich muss einfach nur die Cops abhängen, aber nein, dass es gleich so komplex wird, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, entspann dich. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wo wir hin müssen. So, da müssen wir. Eddie ist tot, ich hab ihn da liegen lassen. Oh Mann, die Bullen kamen aus dem Nichts. So eine Chance. Folg einfach der Strecke und halt die Augen offen. Die Bullen suchen uns. Deine Strecke ist Selbstmord. Setz still und halt den Mund. Halt dich an den Plan. Ich weiß, was ich tue. Und deswegen ist dein Kumpel jetzt tot. Halt den Kopf um. Leitstelle, wir kümmern uns um die Gassen und versuchen, ihn rauszutreiben. Verstanden. Alle Brücken der Umgebung sind oben, außer Wells. Aber da kommt gleich Verstärkung rein. Also, wie lautet der Plan? Sprich mit mir. Du musst dich beruhigen. Die ganze Insel ist dicht. Wir bleiben in den Seitengassen. Parkhäuser. Immer außer Sicht. Sobald ich den Motor und die Lichter abstelle, verhältst du dich ruhig. Dann sind wir nur ein geparktes Auto. Verstanden? Ja, ja. Okay. Scheiße, meine Hände hören nicht auf zu zittern. Hast du schon mal einen mit Bauchschuss gesehen? So viele. Gut. Alles klar. Oh fuck, Mann. Die sagten ja, du wärst gut. Geschafft! Das war jetzt nicht wirklich schwer, muss ich jetzt mal ehrlich sagen. Wir treffen ein paar Leute hier. Vermassel es jetzt nicht. Alles klar, ich werde mich hüten, was zu vermasseln. Verdammt nochmal. Das ist Lucky Quinn. Der Boss vom Club, was will der? Er trifft sich nicht mit uns. Sondern mit dir. Oh oh. Niemand wusste was. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Das sollte gar keiner sein. Ich meine, das ist eine Computerfabrik, oder? Ich drehe mich um und der Alarm geht los. Die Bullen waren so schnell da. Ich habe nichts. Psst. Ruhig jetzt. Es ist vorbei, Sohn. Wenigstens habe ich's. Stimmt's? Darum geht's doch. Genau darum geht es tatsächlich. So funktioniert die Welt. Nicht viel Raum für Fehler. Oh, das verstehe ich. Wieso habe ich das Gefühl, der wird jetzt gleich abgeknallt? Beruhige dich. Es ist gut. Beruhigt. Hast du deine Mama angerufen? Deine Freunde? Dein Mädchen? Nein, Sir. Ich war in eine. Das ist gut. Sehr gut. Das habe ich gesagt. Sag deinem Arbeitgeber, ich rufe wieder an. Wenn ich noch eine Lieferung brauche. Lucky Scheiß Quinn. Er führt den Chicago South Club. Diese Arschlöcher beuteten in Chicago aus, als ich noch gar nicht lebte. Ich hätte der Stadt einen Gefallen getan, wenn ich ihn erledigt hätte. Aber genau das will ich nicht mehr machen. Es kommt immer alles zurück. Das darf nicht wieder passieren. Es klingelt. Hey, hast du den Job erledigt? Hast du etwa gedacht, ich arbeite gerne für den Scheißclub? Ein Barcheck ist ein Barcheck. Trenn endlich mal die Moral von der Kohle. Entspann dich. Hör mal, ich kann dir einen Kontakt verschaffen. Er besorgt dir bessere Voraufträge, wenn du willst. Ja, sicher. Weiß nicht, ob ich annehme. Gib ihm meinen Namen. Er sagt schon nein zu mehr Kohle. Oh, und weil du fragst, Maurice geht es in seinem neuen Zuhause echt gut.
So, Spielfortschritt. Sehen Sie sich in Ihren Fortschritt im Fortschrittsrad auf Ihrem Smartphone an. Okay. So, dann werden wir mal ein bisschen unsere Fähigkeiten jetzt mal erweitern. So, was haben wir denn hier? Brücken. Das klingt doch interessant. So. So, was haben wir denn hier? Kampf hergestelltes. Splittergranate. Eine sehr populäre App, Telefongespräche zu unterbrechen, ist nur der Anfang. Bringt auch die Cops zum Schweigen. Ja, sehr beliebt, wirklich. Das klingt ja geil. Machen wir das doch mal. So. Aber wie es jetzt weitergeht mit Watch Dogs, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Also, macht's gut, Freunde. Bis dahin.